Was ist denn hier los? Habe ich nicht einmal ein bisschen. Yo, verdammte Scheiße. Warte mal, bevor wir weiterreden, mein Chat ist gerade komplett triggert. Oh nein, warte, ich weiß warum, weil du wieder isst. Und du isst den Löffel. Ich schreibe gerade meinen Ausbildungsbericht. Ich esse Sushi. Elektriker-Lehrling kann mir vielleicht jemand sagen, was ich in der Woche vom 18. Papa-Platte mit den 83 Monaten. Yo! Danke dir für deinen Resub. Ich weiß, dass du ein sehr wohlhabender Streamer bist. Aktuell sind Subgifts um 25% reduziert. Mal ein kleines Sub-Bömmchen da lassen. Oh, da waren es ja gestern schon 200. Da hat jemand gestern gut gespart, mein Bester, nicht wahr? Ja, guck. Na, guck in die Augen. Siehst du die Augen? Basti, du f***st mich jetzt schon wieder so ab. Oder wir sind irgendwie, wir sind irgendwie 30 Sekunden und du f***st mich schon wieder ab, Bruder. Ist das scheiße, wirklich. Ey, ich mach den Stream zu. Ich hab den zugemacht, den Stream. Nö, mach ihn ganz kurz auf. Ich will dir eine Sache zeigen. Okay, hab ihn wieder auf. Ja, lo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 l
Lass mich grinden! Ich werde der beste Minecrafter, den Deutschland je gesehen hat. Vierte Klasse. Bro. Wirklich, das hätte mich halt so, Alter. Warst du addicted zu, also pre-Minecraft, warst du Videospiel irgendwas mäßig am Start eigentlich? Ja, also ich habe halt immer schon halt als Kind auch Pokémon gegrindet, aber ich habe genauso, mein Spielverhalten war früher schon genauso wie heutzutage. Es gab immer nur ein Spiel, was ich tot gegrindet habe. Ich habe nie viele Spiele zeitgleich gespielt. Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein Streamer-Ding, oder? Ich glaube, die meisten Leute privat spielen maximal 2 verschiedene Games oder so, würde ich sagen. Meinst du? Vielleicht 3, Bro, ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, es gibt ein paar vereinzelte Leute, die so, also ich meine mit gleichzeitig. Ich glaube, es ist immer so ein Ding, also es gibt ja, klar, es gibt so Games, sowas wie jetzt, Witcher 3. Ja, Bro, irgendwann hast du es halt durch. Also ich meine, so. Ja, dann, aber dann ich glaube, dann packst du es beiseite. Okay, das meine ich jetzt nicht, aber so. Aber ich meine jetzt so kompetitive Spiele, also ich glaube schon, dass viele Streamer halt so Valorant zocken, dann zocken die auch CS, dann zocken die auch League of Legends, so, das, also weißt du, so alles so ein bisschen. Ich glaube, die meisten Leute zocken wirklich nur 2 Games. Ich glaube nicht, dass viele Leute wirklich aktiv mehr als 2 Games zocken, würde ich so vom Feeling sagen. Ich glaube, 80% der Leute spielen so 2 verschiedene Games so im Wechsel und das war's. Ich glaube nicht, dass es so richtige Variety-Gamer gibt privat. Boah, ich glaube schon. Doch, du unterschätzt das, Bro. Wenn du so überlegst, so Leute, dann so die Freundesgruppe, die im Teamspeak da immer gegammelt hat früher, die haben doch auch gefühlt immer so phasenweise eine Woche das Game, nächste Woche wieder das Game, dann ist das Game. Ja, aber das meine ich ja nicht. Dann bist du ja nur ein Game gleichzeitig. Ja, doch, ist ein bisschen so das, was ich meine, ja. Chat, was würdet ihr sagen, in den letzten zwei Wochen, wie viele verschiedene Games habt ihr gespielt? Warum tippst du bei mir gerade in Discord? Witcher, während du einfach beide Hände... Weil ich das Ding drauf geworfen habe. Da stand plus 9 drin aus irgendeinem Grund. Oh, 9 Subgifts, ein Zeichen. Okay, die Leute schreiben so 3 bis 4. Manche schreiben 10. Ja, bei mir auch. What the f***? Bei mir aber hier auch gerade, die Minecrafter. Also auch ein bisschen... Ein paar Variety-Arzten hier. Ich weiß, ich zähle mir da jetzt sowas wie Clash of Clans am Handy mit dazu. Ich glaube, es ist ein Game, aber ich meine, das ist jetzt... Ich rede jetzt schon so am PC oder so. So Full-Dinger. Ich glaube, so viele PC... Also ich glaube, du solltest die Konsole und Handy-Arzten im Chat echt nicht... Es gibt da echt... Nee, Konsole würde ich auch zählen, aber ich... keine Ahnung, Clash of Clans ist halt so ein Nebenbei-Game, you know? Das zockt man halt jeden Tag so nebenbei... Aber man würde jetzt nicht sagen, man ist jetzt ein aktiver Gamer, weil man Clash of Clans spielt eine halbe Stunde am Tag. Boah, ich glaube, das ist ein großes Fass, was du aufmachst, weil ich glaube schon mittlerweile. Weiß nicht. Ja, stimmt schon. Das ist anders als bei uns damals. Ich verstehe voll, wo das herkommt, weil wir das, also, Mann, du denkst ein bisschen, ich würde auch nicht sagen, du bist jetzt ein Gamer, wenn du halt früher Doodle Jump in der S-Bahn gezockt hast. Ja, genau. Aber, genau, so diese mäßige. Aber wenn es ist kompetitiver geworden. Mobile Gaming ist kompetitiver geworden. Ich glaube, das ist das. Oder? Ja, weil die Langzeitmotivation wird ja wirklich gezielt gesucht, dass du halt wieder und wieder an das Handy gehst, um das Spiel zu spielen und nicht einfach nur, yo, ich will Zeit überbrücken. Ja. Ey, jemand hat mich gerade gefrontet dafür, dass ich weniger Leute in meiner WhatsApp-Gruppe habe. Basti hat 269k im WhatsApp-Kanal, du nur 158. Ich glaube, du brauchst besseren Content. Ja, ich werd öfter meinen Fuß oder so posten. War dein erfolgreichster Post der kopierte von mir? Ja, ich glaube schon, ja. Aber weil ich den auch nicht erwähnt habe. Hey, weil ich den Stream erwähnt habe. Da ist er. Na, da ist das Lieschen aber ganz weit oben. Naja, da ist er sich zu stolz, das zuzugeben. Ich sag so viel, ich hätte mir gewünscht, dass du die Geogesser-Runde dann vielleicht auch mal kopierst. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn da so, das wäre was gewesen. Nee, Bro, seid ihr ehrlich, hätte ich da so, hey Leute, welche Flagge, welches Land ist das? Erratet mal. Bruder, ich hätte Leute verloren in meiner WhatsApp-Gruppe. Ja, da muss man mal durch, auch mal Scheiße fressen. Auch mal ein bisschen, ne? Mal Flagge des Tages habe ich auch mal ein bisschen gegeben. Das Scheiße fressen habe ich in 2022 gemacht. 12 Monate lang. Ich bin gut. Okay, naja, dann ist das so. Wenn ich mir mal ganz ehrlich so das Thema Scheiße fressen angucke und dein Mausbett dazu sehe, dann sage ich dir ehrlich gesagt, das Bro, ist auch sehr widerlich. Ich habe dir schon einmal gesagt, ich habe es dreimal durch die Waschmaschine gezogen. Dreimal durch die Waschmaschine geballert. Bruder, das wird nicht sauber. Soll ich jetzt alle 2 Monate ein neues Mousepad kaufen? Pokémon gezockt wie früher mit Stream? Nein, natürlich nicht. Das wäre Gott, nein. Basti, kannten wir uns schon, als ich Pokémon Go gestreamt habe, wo ich den allerersten IRL-Stream gehittet habe? Ohne IRL-Stream-Backpack?
Ich glaube, du kanntest mich nicht. Ich wusste von deiner Existenz. Aber ich glaube, das war vor dem 30-Tage-Stream. Ich kannte dich durch den 30-Tage-Stream. Okay, so richtig. Okay, okay, okay.